Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe hier zwei sehr schöne Sachen gekriegt. Das werden wir auch, Entschuldigung, ich habe mir gerade verschluckt beim Puddingessen. Oh, ein bisschen noch Frosch im Hals hier. Weil viele von euch ja gefragt haben wegen meinem 3D-Fernseher, was für eine, oh geil, was für eine 3D-Brille ich mir dazu hole, weil bei mir ja nur zwei drinnen waren. Und es gibt so viele 3D-Brillen, dass ich da auch ehrlich gesagt nicht durchgesehen habe. Und jetzt habe ich diese beiden gekriegt, einmal die, Entschuldigung. Und diese, also hier, da seht ihr keinen Namen drauf, weil da steht nur H. So, ich werde die jetzt mal aufmachen für euch. So, und hier ist die jetzt drin. Die werde ich euch auch gleich in dem nächsten Video komplett auspacken. Und wir werden uns die Hardware auch ganz genau angucken. Ich werde beide versuchen zu testen. Wobei hier die ist, glaube ich, nicht Infrarot. Die ist eine RF. Epson JVC Sony Projektor Full HD 4K 3D TV vor RF Emitter. Warte mal, Samsung. Mein Bruder hat einen Samsung, der ist auch so. Ja, aber das ist kein Problem, den krieg ich irgendwo auch zu testen. Aber die sieht sehr leicht aus. Die sieht sehr leicht aus. Das ist bestimmt für den einen oder anderen sehr interessant. Und die hier drin ist, die wir gleich auspacken werden, die hat die ja gesehen. Und er sagt, boah, die sieht geil aus. Also die hier in ihrem Game-Schächtelchen machen wir uns als erstes. Die sieht richtig genial aus. Und das würden wir gleich mit euch. Ich werde die dann auch beide also testen und wie gesagt auch über längere Zeit. Und dann wird es dann später noch ein Hardware-Check kommen, wo ich euch sage, wie der Tragekomfort ist und ob die Brille beim 3D-Film auch das gemacht hat, was sie machen soll. Und wie ich damit zufrieden bin und vor allem wie der Tragekomfort ist. Weil man will ja, Entschuldigung, wenn man einen vernünftigen Film guckt, der geht ja anderthalb Stunden, zwei Stunden, dreieinhalb Stunden, je nachdem, was man guckt. Es sei denn, man will die komplette Herr der Ringe-Trilogie durcharbeiten zum Beispiel. Dann sitzt man da schon mal einen Tag dran. Und dann will man auch eine 3D-Brille, die bequem ist, die... Und man, das Auge guckt halt mit, dann will man auch was Stylisches. Ist ja logisch. Und deswegen die. Dann würde ich jetzt hier auch erstmal beenden. Ich hoffe, hat euch bis jetzt schon mal so gefallen, dass ich jetzt auch mal wieder ein bisschen Technik wieder mit drin fließen lasse und so. Ist ein bisschen kleinere Technik, aber das war mir jetzt eine Herzensangelegenheit. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich im nächsten Video. Ahoi, sagt euer Odin.